Moin Moin, liebe Motorradfreunde. Hier ist Dietmar von motorradtest.de und wir sind heute mal wieder in Kiel bei Harley Davidson, bei MTK. Und neben mir steht der Lasse. Hallo Lasse. Hallo, moin moin. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir freuen uns auch sehr. Und zwar geht es in diesem Video um diese besondere Maschine. Ja, man sieht schon anhand der Lackierung, das ist irgendwie nicht so ganz normal. Aber bevor wir auf die Maschine angehen, Lasse, erzähl du erstmal kurz, was machst du hier bei Harley Davidson in Kiel? Ja, moin. Ich bin Lasse. Ich bin Ende 20 und bin hier seit einigen Jahren im Fahrzeugverkauf, aber auch im E-Commerce und noch in so ein paar anderen Bereichen. Ich habe meine Finger im Spiel, aber ja, während der Saison hauptsächlich im Fahrzeugverkauf und beschäftige mich damit, die ganzen Motorräder, die wir so kriegen, ins Internet zu bekommen, den Internetauftritt, was unseren YouTube-Kanal angeht beispielsweise und mobile und so weiter, das betreue ich alles und dazu eben ja, Fahrzeugverkauf. Meine Güte. Aber wenn ich jetzt hier in den Laden gehe und sage, ich hallo, ich brauche mal eine Beratung, dann kommst du auch an. Ja, genau. Also wir sind hier ein drei- bzw. vier-Mann-Verkaufsteam. Und da sprechen wir tatsächlich alle eine Sprache. Also es ist eigentlich egal, wie man da erwischt. Ja. Aber da stehe ich dann auch zur Verfügung. Genau. Okay. Ja, dann lass uns mal hier auf dieses besondere, auf die besondere Pan-Am eingehen. Vielleicht nochmal dazu. Wir haben die schon mal getestet. Also falls ihr die Harley Davidson Pan America noch gar nicht kennt, könnt ihr euch nochmal, ich werde das mal in der Videobeschreibung mal den Link da einbauen, könnt ihr euch nochmal den Test dieser Pan America in Ruhe anschauen. Wirklich eine ganz interessante, echt auch eine gute Maschine. Es ist ja eigentlich das erste Adventure-Bike, ne, von Harley. Korrekt. Also da waren wir damals sehr gespannt und auch positiv überrascht. Und ja, Lasse, erzähl uns doch mal, was ist hier mit dieser Maschine auf sich? Also man sieht ja schon an der Lackierung, irgendwas ist hier anders. Genau, also wenn wir da direkt den Bogen spannen zu dem Motorrad, was ihr das letzte Mal bei uns getestet habt, dann ist das hier eine Pan America Special, aber diesmal mit absoluter Vollausstattung. Ja. Also das Motorrad hat das adaptive Fahrwerk, was sich entsprechend je nach Einstellung automatisch nach oben und nach unten senken kann. Ach, das war, wenn ich an der Ampel stehe, dann geht sie runter und so, ne? Genau, also das Fahrwerk eröffnet im Grunde, ist revolutionär, dieses Segment der Adventure-Bikes, auch Fahrerinnen und Fahrern, die jetzt nicht 1,80 Meter groß sind. Genau. Und das Motorrad senkt sich eben bei einer Geschwindigkeit unter 10 km/h automatisch ab. Also auch wenn man nur 1,75, 1,70 groß ist, kann man damit gut fahren. Dazu haben wir hier die Speichenfelgen. Die hatte euer Testmotorrad, meine ich, auch nicht, was ihr bei uns getestet habt. Weiß ich nicht mehr. Genau, ansonsten eine 2022er Pan America Special als Neufahrzeug. Und hier eben, wie du schon angesprochen hattest, im etwas besonderen, individualisierten Design. Also so rollt sie tatsächlich nicht aus dem Werk in der Farbe. Und warum hat sie diese Farbe? Ja, diese Farbe, wie man vielleicht der ein oder andere schon unschwer erkennen konnte, sind die ukrainischen Landesfarben. Ja. Also wir haben uns da ganz bewusst für das Gelb und Blau entschieden und haben dieses Bike zusammen mit unserer Werkstatt und mit allen beteiligten Abteilungen umgebaut. So, dass sie jetzt hier steht, wie sie steht. Wir sind Händler des Jahres 2021 geworden, von Harley Deutschland wurden da gekürt, haben uns da sehr gefreut. Und gleichzeitig wurde aber ja dieses für uns sehr erfreuliche Ereignis mit einem nicht so erfreulichen Ereignis in der Weltgeschichte überschattet bzw. hat sich überlagert. Und wir haben dann ganz, ganz engen Austausch mit dem Harley-Davidson-Vertragshändler in Kiew. Wie kommt das eigentlich? Ihr habt da Kontakte zu denen, ne? Genau, also generell ist es so, dass da in der Vertragshändlerschaft viel Kommunikation stattfindet. Ja. Also, aber Marius, also der Chef von Harley Kiel hat mir vorhin auch noch erzählt, irgendwie, dass ihr schon früher, also auch vorher schon irgendwie mit denen, also jetzt vor diesem Projekt, die mal unterstützt habt oder irgendwie sowas, ne? Genau, also generell ist es so, wenn es da eine Art von Notwendigkeit in die eine oder andere Richtung gibt, wenn irgendwie sagt, hier, ich habe da einen Kunden, der möchte ein ganz bestimmtes Motorrad haben, wir kommen da so nicht ran, habt ihr da was zur Verfügung oder dergleichen? Mhm. Und da ist das ja vielleicht nach Kiew noch ein bisschen enger geworden als zu anderen, aber das hat sich so über die Jahre ergeben und mit denen waren wir eben in ganz engem Austausch, als das auch gerade losging und da haben wir dann eben mit FaceTime-Anrufen und so weiter mitbekommen, ganz live vor Ort, was da eigentlich abging in Kiew. Die sind direkt in Kiew, ne? Ja. Genau, die sitzen da direkt und ja, haben da das als Aufhänger genommen, auch gar nicht sonderlich
politisch werden zu wollen, wie als Unternehmen, sondern ja. davon völlig losgelöst, sondern haben einfach wirklich direkt gesehen, okay, wie geht es der Zivilbevölkerung da in Kiew und in der ganzen Ukraine. Ja. Und daraufhin kamen die Kollegen aus Kiew zu uns, haben gesagt, hier, wir sind da Teil einer Foundation, der Open Mind Foundation, die sich eben genau dafür einsetzt, und zwar die ja, die Folgen des Krieges in der Ukraine für die Zivilbevölkerung abzumildern. Also völlig frei von irgendwelchen politischen, politischen Interessen, sondern einfach wirklich nur, da gibt es einfach zivile Menschen, die Hilfe brauchen, warum auch immer. Da wollten die gerne aktiv sein. Und da haben wir gesagt, komm, da wollen wir doch gerne unseren Beitrag leisten. Ach so, das war quasi der Anlass, um dieses Bike hier genau. Ach so, also die cool. Kombination aus, ja, wir sind Händler des Jahres geworden, wollen ein bisschen was zurückgeben und dem engen Austausch mit Kiew und dieser Foundation, die es da eben gibt, die Open Mind Foundation, haben gesagt, wir bauen. Aber diese Open Mind Foundation ist jetzt keine Harley-Organisation. Nein. Also da nur der Händler ist Teil dieser. Genau, da hat Harley Deutschland oder dergleichen überhaupt nichts mit zu tun, sondern okay. da ist nur dieser Händler in Kiew Teil von. Mhm. Und da sind wir so in, ja, ins Gespräch gekommen. Aber was haben die denn jetzt davon? Also die verkauft ihr jetzt irgendwann oder wie? Oder was? Genau, also die haben wir gerade jetzt vor kurzem erst gebaut, hatten die jetzt auch schon auf ein paar Messen mit, haben die präsentiert. Und möchten davon gerne den gesamten Gewinn an diese Foundation spenden. Okay, alles klar. Also das heißt, die geht immer an den Verkauf? Genau, es ist ein normales, ganz normales Neufahrzeug, okay, was wir bekommen haben. Ein paar Euro mehr, weil genau. ihr da ein bisschen Arbeit reingesteckt habt. Genau, wir haben hier das große Koffersystem mit den fest verbauten Alukoffern, abschließbar wasserdicht für die richtig großen Touren montiert. Wir haben klar die Lackierungsarbeiten getan, wir haben ein anderes Windschild, einen besseren Motorschutz dran, wir haben vorne einen Scheinwerfer Grill verbaut und eben das Modell mit Vollausstattung, also die Speichenfelgen gibt es im Aufpreis zum Serienmotorrad. Und das war eigentlich mal ursprünglich ein ganz normales Panamerica Special mit Vollausstattung, wie sie bei uns stand. Und wir haben gesagt, hey, lass uns doch einfach mal eins nehmen. Soll ich mal was sagen? Und ich finde, ich meine, das ist natürlich, klar, das ist jetzt die ukrainische Nationalfarbe, hast du ja schon gesagt, ich finde, das sieht total geil aus. Gerade auch in dieser Kombi mit diesem Schwarz, also es ist ja sonst eher so schwarz, ne? Genau. Oder so grau, das passt irgendwie. Würde ich nie auf die Idee gekommen sein, eine Panam in blau-gelb zu haben. Das ist einfach total geil aus. Also habt ihr absolut, finde ich auch. Ist denn, also das Coversystem ist hier neu gekommen oder anders? Sturzbügel hat sie in Serie, glaube ich. Genau, Sturzbügel hat die Special in Serie. Wir haben Motorschutz hat sie auch in Serie, aber wir haben hier nochmal den deutlich verstärkten und vor allem den gesamten Unterbereich und auch vorderen Bereich abdeckenden sehr rustikalen Look, den Motorschutzbügel. Und der Schalldämpfer, ist der auch so schwarz normalerweise? Genau, der ist tatsächlich so serienmäßig. Ach so, okay. Ja. Der sieht schon ganz schick aus, da hatten wir keine Notwendigkeit gesehen. Dann cool. eben großes Koffersystem, also hier auch im ganz rustikalen Look, abschließbar, selbstverständlich, wasserdicht und dann eben für ordentlich Stauraum, genau, richtig. Also kann man mit in die Massiv, Mongolei sagen. Genau. Dazu vorne den Schutz für den Scheinwerfer. Ja. Was kostet eigentlich eine Panam normalerweise? Die kostet irgendwie so, die ist so bei 16 oder was geht die los? Ne? Ja, also da sind die Preise jetzt tatsächlich auch so ein bisschen nach oben gegangen. Aber ich meine die ohne Special, nackt, komplett ohne alles. Die Panamerica Standard, die geht da los, genau. Ja, da bist du so bei 17.000 Euro mit allem, geht das los, ja. Naja gut, ich meine letztendlich... Und die Motorisierung ist die gleiche, das muss man ganz klar sagen. Also der Motor, den gibt es überall. Ja. Na gut, aber das ist natürlich jetzt hier die Special mit dieser, hast du ja vorhin schon genannt, mit diesem, ist das ein Semi aktives Fahrwerk? Nee, das ist ja, geht ja ein bisschen darüber hinaus. Ne? Genau, so ein semi-aktives Fahrwerk hat die Special tatsächlich immer. Ja. Also das ist einstellbar, vorne und hinten das Fahrwerk. Plus hier dieser automatischen... Genau, das ist Adaptive Ride Heat ist hier verbaut. Also ja, das ist ARH, Adaptive Ride Heat, also einstellbare Fahrhöhe, wenn man so will. Ganz leicht übersetzt. Ah. Und es kann eben dauerhaft ausgeschaltet sein. Dann merkt man davon überhaupt nichts. Ja. Aber wenn man eine gewisse Körpergröße hat und sagt einfach, oh, ich wollte eigentlich schon immer mal Enduros fahren oder mal Adventure-Bikes fahren, aber ich bin einfach nur 1,75. Ich komme mit meinen Füßen nicht auf den Boden. Und Motorradfahren soll ja Spaß machen. Und wenn man bei jeder Ampel
beim Ranfahren schon denkt, oh nein, jetzt muss ich gleich meine Füße auf den Boden machen und da fühle ich mich nicht ganz so sicher, dann geht da so ein bisschen die Freude bei Flöten und deswegen kann sich das ganze Motorrad unter 10 km/h bis zu 5 cm absenken. Wow. Ja. Und dazu haben wir eben auch den einstellbaren Fahrersitz, also den können wir ohne Werkzeug in zwei verschiedene Höhen einstellen. Das hattet ihr ja schon mal getestet. Genau. Und die Kombination, wenn der Sitz ganz unten ist, das bringt richtig Fahrt. Und sag mal, wenn jetzt jemand hier sagt, Mensch, cool, ich will da irgendwie, ich will die Maschine haben, ich will das Ganze unterstützen, die geht irgendwann, wird die versteigert oder verkauft ihr die hier einfach oder wie läuft das? Genau, also die ist aktuell schon im Netz tatsächlich, also wird bei uns ganz normal angeboten auf Mobile und wir bewerben das auch auf unseren Social Media Kanälen und so weiter, haben sie auch schon auf einer Messe ausgestellt jetzt im September und aktuell ist sie ganz regulär im Verkauf tatsächlich. Also es ist keine Versteigerung? Nein, es ist einen festen Preis. Genau, die haben einen festen Preis. Jemand, der sagt, okay, bin ich bereit, hier mal ein bisschen genau so zu spenden. Alles klar. Genau so. Ja, dann lass uns auch verraten, was die kostet. Ein paar Euro mehr kostet nämlich mal. Genau, die Panamerica, wie sie hier steht, wie sie hier kosten soll, sind 25.000 Euro. 25, okay. Genau. Ja, das finde ich aber angemessen. Also ich meine, letztendlich hat das ja auch so ein bisschen, also mal davon abgesehen, dass das eine geile Maschine ist, man tut ja auch was Gutes, ne? Also insofern. Korrekt, und es ist definitiv ein Fahrzeug, was so nicht auf den Straßen unterwegs ist. Ja, ja, also, und es ist kein. Wobei, entschuldige, dass ich dich schon wieder unterbreche, aber wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen geschnackt. Und es ist ja so, wenn jetzt jemand sagt, wenn die jetzt weg sein sollte, ist eigentlich kein Problem, weil ihr könnt solche Individualisierung generell ja vornehmen. Definitiv, definitiv. Also die Lackierarbeiten, die wirklich extrem hochwertig sind und geworden sind, die sind mit der Lackiererei, mit der wir ohnehin täglich, wöchentlich zusammenarbeiten, entstanden. Ja. Und auch alle Teile, die hier verbaut sind, sind jetzt keine hochindividualisierten Customized-Teile, sondern die stehen alle bei uns im Katalog. Ja, ja. Die sind jederzeit bestellbar und auch montierbar. Also das Motorrad, wie es hier steht, können wir mit individualisierten Umbauten jederzeit genauso bauen. Das ist überhaupt cool. Kein Problem. Also wenn ich jetzt sage, ich will eine grüne Mamba haben, dann kann ich hier einfach hinkommen. Und, also das macht ihr nicht selbst, ihr habt eine Lackiererei. Genau. Wir habe ich einfach eine grüne Penne, wenn ich will. Definitiv, das ist überhaupt kein Problem. Oder wenn man sagt, weiß ich nicht, man ist Riesenfan von irgendeinem anderen Land, dann kriegen wir auch jede andere Landesfarbe lackiert. Vielleicht sogar USA. Kein Problem, kein Problem. Volker, du wirst wahrscheinlich USA nehmen, ne? Es kommt drauf an, wer der nächste Präsident wird. Volker sagt gerade, kommt drauf an, wer der nächste Präsident wird. Egal. Gut, Lasse. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das ist eine super Aktion, muss ich echt sagen. Also ich finde es an sich geil. Ich finde es aber auch gut, dass ihr euch da engagiert. Und da irgendwie nichts so tut, als ob ihr damit nichts zu tun hättet. Und ich hoffe mal, dass ihr da tatsächlich dann auch den Preis bekommt. Irgendjemand wird schon zuschlagen. Und ja, dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Und grüßen euch beide hier aus Kiel. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Heute ist sonnig, heute wird gut. Ne? Ja, heute soll trocken bleiben. Also mal sehen, was der Motortag noch bringt. Wir setzen uns gleich auf eine Elektra-Geleit. Ich habe schon Schiss ein bisschen, muss ich sagen. Aber das ist schon geil. Okay, Lasse, vielen Dank. Ja, vielen Dank für euer Interesse, auch dass ihr wieder hier seid und dem eine Bühne bieten möchtet. Ja, freuen wir uns sehr, dass ihr wieder da seid. Alles klar. Bis bald. Tschüss. Tschüss.